Ich wollte nur kurz den Schlüssel abholen. Was sehe ich hier? Sie ist gut geschminkt und Ju ist halt... Hallo. Ju. Aua. Autsch. Hallo, meine lieben Puschels. Hi. Schaut mal, wer da ist. Ich gemein. Wir haben ja den Julian Bell, bei dem wir zurzeit ja schon irgendwie eingezogen sind, da ich ja das mal Kostüme, Make-up und sowas bei ihm mache. Und wir haben uns gedacht, wir machen mal eine Challenge, haben gerade schon eine gedreht bei ihm auf dem Kanal. Ein ganz kleiner YouTuber, geht den mal unterstützen. Der braucht das. Ja, ganz geil eigentlich. Aber jetzt bist du hier Jetzt wird das Blatt gewendet, denn heute bringe ich Carina mal bei, wie man sich zu schminken hat. Und zwar werden wir heute das Mega-Alien schminken. Mega-Alien. Weißt du, was ein Mega-Alien ist? Nein. Ich auch noch nicht. Gleich kommt hier diese wunderbare Trennwand wieder zwischen und er schminkt sich und erklärt, genau, genau. Da war schon ein paar Ideen. Sehr gute Ideen, Leute. Deswegen würde ich mal sagen, Trennwand. Trennwand. Das ist auch so provisorisch. Welchen Farben geht es denn los? Gibt es ein grobes Farbschema? Irgendwie so ja, in Grüntönen oder in Blau? Ich muss kurz... Ich fühle grün. Das Mega-Alien ist nämlich grün. Ja. Du kannst ja hinten drauf lesen, was das für eine Farbe ist. Oh, komm, Promo von so Farben. Was steht da drauf? Bamshop.de. Dann haben wir einmal Red. Das heißt Opu. Ah ne, umgekehrt. Und wir haben einmal, ich spüre, es nähert sich gerade eine Farbe. Gelb. Gelb? Gelb. Die Farbe heißt Yellow. Oh mein Gott! Oh, ich würde gerne switchen, das Grün. Golden Green. Oh, ja. Das Schimmer. Shining, shimmering. Alter, das ist sowas mit Claim, wenn du das machst, mach das nicht. Stimmt. Okay. Herr Ober, eine Serviette bitte. Oh Gott. Danke. Alfred. Was machst du denn da? Ihr habt nicht gesehen, was gerade passiert ist. Tom hat außerdem einen Handstand gemacht. Den Handstand. Push. Carina Push. Ah! Jetzt los das. Oh. Ah. Ah. Los geht's. So, wir fangen an. Wir machen auch nur die Hälfte der Seite. Ich würde mal sagen, wir nehmen dieses Mal die rechte Seite. Lol. Und fangen an mit einem, sagen wir, halben Dreieck im Gesicht. Was? Nee. Mit Vertrau einem mir. Halben Dreieck? Du musst vertrauen, genau. Ein halben Dreieck. Angefangen an der Stirn. Geht mit welcher Farbe? Mit welcher Farbe? Grün. Mit dem Golden Green. Mit Golden Green. Okay. Ganz gerade runter. Ganz gerade runter, aber über die Nase. Die horizontale. Okay, so zack und dann zack. Ja. Aha. Aber das geht übers ganze Gesicht? Das geht übers ganze Gesicht. Bis zum Ohr quasi. Kannst du machen. Ich kann nicht. Also meins geht auf jeden Fall nicht bis ganz zum Ohr. Okay, also bis zum Auge ungefähr. Ja, es geht so durchs Auge durch quasi. Okay, also so hoch wieder. Wie hoch? Wir machen ein Dreieck. So, hast du nicht aufgepasst. Also wir machen quasi ein halbes Dreieck, fängt an der Stirn an, geht dann so runter bis so zum Kiefer, so Richtung Kieferknochen, aber kurz vorher hört es halt auf, weil es geht ja dann links zur unter die Nase. Egal. Und aber wir malen das nicht aus. Okay, wir malen das nicht aus. Okay, habe ich, ja. Okay, hast du, ja? Ja. Dann Auge rot. Das Auge ganz rot? Ja, halt richtig. Als hätten wir ein größeres Auge. Also wir machen okay, halt... Okay, also so ums Auge rum. Genau, ums Auge rum, ja. So rot. Wer klingelt denn da jetzt noch? Rezo ist da. Rezo. Ist da. Der Ju bringt mir mal ein Bein. Ich mach ein Video. Also, du beschreibst ihr, was sie malen soll. Genau, was ich quasi gerade mache. Soll ich spoilern? Es sieht bei ihr viel besser aus. Niemals. Ich bin der Creator of the Mega Alien. Also wir machen das Mega Alien. Was, sag, du kannst jetzt was einwerfen, wenn du möchtest, was das Mega Alien hat. Fühler, so. Frag dich nie wieder, Alter. Wir haben oben kurz vor der Spitze des Dreiecks haben wir so einen kleinen Fühler mit Kreis. Ja, ich wollte nur kurz den Schlüssel abholen. Was sehe ich hier? Sie ist gut geschminkt und Ju ist halt... Hallo. Ju. Genau, wir machen so quasi so einen kleinen Bogen mit so einem Punkt. So einen kleinen Fühler ein. Genau. So, jetzt malen wir das Dreieck noch nicht aus, sondern wir machen um das rote Auge nochmal einen gelben Rahmen. Okay. Tom, du lachst. Nee, ich kann nicht so dieses inspirierende Lachen. Dieses inspirierende Lachen. Inspirierendes Lachen. Wenn man so in einer kreativen Phase ist und dann... Und dann einfach mal den anderen. Ich brauche gleich ein bisschen Gelb. Du brauchst Gelb? Ja. Hey, das ist Tom. Falls ihr noch nicht kennt, habt ihr wenig verpasst.
Jetzt können wir das Grün ausmalen. Das genau ganze Dreieck? Das ganze Dreieck, ja. Das ist ein schönes Grün, das glitzert so richtig schön. Schön, ne? So, das ist echt, da schimmert das Gold auch so raus, ne? So, tschüss. Puschöpfer. Jetzt erhältlich im Bam-Shop. Das Mega-Alien nimmt langsam seine finale Form an. Die untere Seite vom Dreieck, da kommen so rote Streifen runter bis kurz vom Hals. Einfach mehrere? Ja, oder hast du einen besseren Vorschlag? Nö, du bist hier der Künstler. Einfach gerade runter, mehrere. Also so, sagen wir mal so 8, 9, 10 Stück nebeneinander. Einfach vom Dreieck bis runter? Okay. Sieht ähnlicher aus als gerade. Sieht ähnlicher aus als gerade? Hätte also nicht das gleiche aussieht. Du sieht besser aus. Nicht zu viel Platz zwischen den roten Linien, denn da kommt... Ah! Oh. Denn zwischen den roten Linien wird es mit Gelb ausgefüllt. Sieht doch cool aus. Cool. Wer ist cool? Du bist cool. So, die äußere rote, die äußere Linie, da kriegt nochmal so eine extra gelbe Linie drauf. Rein oder drumrum? So drumrum quasi. Die sind halt auch mit dem gelben Auge vermischt. Okay. Die Nase wird rot. Deren Planeten ist immer so ein bisschen kälter, weißt du, wir haben eine rote Nase. Ja, also einfach vorne ein bisschen rot, ne? Genau, so einen roten Punkt. So. Und um den roten Punkt nochmal so ein Kreis wie eine Zielscheibe. Weil die Aliens schießen mit ihrer Nase so. Aber auch nur auf der Hälfte, ne? Ja. Und dann kommen so Strahlen aus diesem roten Kreis so raus, so wie so eine Sonne. Aus dem Inneren, also aus dem Unteren? Nee, aus dem Äußeren, aus der äußeren Linie. Okay, okay. Töte mich. Wir nehmen das Rote jetzt, ne, das Rot, ja. Und machen so vom hier Wangenknochen Richtung Nase so ein S. Aber okay. Ein horizontal gedrehtes und 90 Grad gekipptes. Okay, ja. Auf dieser Linie, da wo das... Ja, so dort unter dieser gelben Augenlinie. Das ist die Wirbelsäule. Ah, von den Alien. Im Gesicht, ja. Noch eins. Parallel. Die Lippen werden grün. Nur die Hälfte? Ja. Und oben machst du dann rot. Okay, ist ja eh schon. Dann gelb. Das Mega-Alien, das ist ja einfach Mega-Clown geworden jetzt. Mann. Was mit so kleinen Highlights, mit gelben Punkten oder ein paar gelbe Punkte. Muster noch, so ja, Alien-Muster. Ja, genau, so Pattern, genau. Überall. Okay. Das haben die dann immer, wenn die groß müssen. Als Tipp, du kannst ja auch einen breiteren Pinsel nehmen und drehst den einfach, hast du einen Kreis. Also nur so als von so Profi-Tipp halt. Überall gelbe Punkte. Ja, fast gleich aus, oder? Echt? Dann haben die so rote Haare von oben, die so gekräuselt runterfallen. Über die Stirn. Vertrauen. Rote Haare, die gekräuselt. So rose gekräuselte Haare. Okay. Oh, das sieht cool aus. Dann machen wir richtig, richtig lange Wimpern. Steigen wir mal um und malen unser ganzes Gesicht schwarz jetzt. Wimpern. Okay. Bin so gespannt, wie er aussieht. Ja, gut. Sehe ich aus gut. Und dann machen wir beliebig viele Konturen. Um das Gelbe herum zum Beispiel. Das gelbe Auge. Und dann machen wir, das Dreieck kriegt auch nochmal so eine Kontur. Ja. Konturen sind dann so Kriegsbemalung. So. Und jetzt nehmen wir, wie heißt das? Lid. Shadowing. Lid Shadowing. Und schattieren alles, bis es richtig gut aussieht. Mit Schwarz oder einer anderen Farbe? Schwarz. Oder was hast du? Da ist ja auch noch Rot bei dir in dieser bunten Palette. Lila. Ah, ja, ja. Ah. Dann nehmen wir Rot. Oder Lila. Oder alle. Oder alle. Und dann schattierst du alles. Alles einfach ein bisschen mit Lila und Rot. Genau, bis es krass aussieht. Ja, okay, ich glaube, ich wechsle doch zu schwarz, aber du kannst gerne bei Rot bleiben. Du bist so halt ein Weibchen und ich bin so ein Männchen. Das ist praktisch genau das Gleiche. Sie sehen gleich aus? Genau gleich. Ich bin gespannt. Jetzt machen wir in den grünen Bereich noch Schuppen. Okay. Macht das Sinn? Ist eine andere Frage. Scheiße. Das Kunstwerk versaut. Wir schattieren die schnell, damit das eine schöne Schattensynergie ergibt.
Ich bin eine große Enttäuschung für diesen Kanal. Das Nein, hier darf jeder seiner Kreativität freien Lauf lassen. Guck mal beide einmal gerade, dass man einmal so einen Zwischenstand hat. Zwischenstand, Leute. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und es geht weiter. Schuppen, das Grüne alle über Schuppen. Schuppen, Schuppen, ohne Ende Schuppen. Das ist eigentlich voll cool, wenn ihr immer YouTuber einladet und die sagen einfach sein, so, was gemacht wird. Das könnte das ist dann deren Kunst. Aber eine gute Reihe eigentlich. Leute, schreibt es in die Kommentare. Wollt ihr es auch mal sehen? Vielleicht machen die es dann mit Rezo. Ich wette, er nimmt die Farbe Blau. So. Das ist ein Alien-Geräusch. So. Und jetzt ist auf der anderen Seite, die noch clean ist, ja, kommt so eine kleine Schlangenzunge raus. Und dann sind wir auch eigentlich schon, würde ich mal sagen, fertig. Diese Geräusche. Ich glaube, das war die ganze Zeit ein Prank, ich habe gar nicht gemalt. So. Okay, ich wäre bereit. Ich will noch an der Zunge kurz. Euch hast du sofort. Ja, dann bis dann sage ich dann mal Prost, Leute. Das ist auch der Blick, den ihr mal haben. Wie Alien? An ihrer Paarungsseite. Alien-Paarungsseite. Kannst du vielleicht irgendwas machen, dass das aus meinem Mund kommt? Ja. Riesen Zunge. Kann ich machen. Cool. Machst du eh nicht. Bam! 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 Guck mal, wir verrückt, wenn man zu viel Farben gesicht hat. Okay, bist du ja, bist ready? Ich bin ready, ja. Das sieht schon mal interessant aus. Okay, beide gerade ausgucken. Nicht Linsen. Jetzt. Oha! Okay, doch was! Ey, was ist das denn geworden? Ey, das erkennt man doch voll. Ich hab mal gesagt, es ist. Es ist ähnlich. Das ist krass, bei dir ist sogar echt eine Alien geworden. Es ist ein Alien geworden. Bei mir ist es ein Missgestalt geworden. Aber es sieht echt krass aus, ist sogar voll schön. Voll begeistert. Oh, was habe ich kreiert? Das war's. Ich habe extra versucht, dass man es nicht schön machen kann. So ein Dreieck. Wir machen ein Dreieck ins Gesicht. Oh, diese Wimpern, wie schön. Du sagst ja, sie sind gleich aus. Ich dachte wirklich, sie sind gleich aus. Gar nicht gleich aus. Das ist auf jeden Fall das Mega-Alien. Ultra-Mega-Alien. Ultra-Mega-Alien. Was ja, muss sein? Doch, du eine Zunge hast du, ne? Ja, da ist sie ja. Ja, da ist sie ja. Wo ist denn die Zunge? So Blut. Vielen Dank, dass ich das mitmachen durfte. Ja, es war sehr witzig. Ja, Leute, kauft diese Farbe in Massen, oder? Ja, das ist doch die Abmoderation. Ja, ja, das ist die Abmoderation. Kauft genau, die Farbe, like den Channel, teilt alle. Ja, wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen und gut unterhalten. Schreibt gerne in die Kommentare, wer das denn mal noch mitmachen soll. Mit der Rezo. Ja, ne? Okay, auch mit, machen? Mit allen einfach. Mit allen Menschen der Welt. Aber schreibt mal, mit welchem Mensch auf diesem Planeten Carina anfangen soll. Schreiben die alle ihre. Meine so, Oma. Meine Mama. Ja, Leute, wie gesagt, vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, zu liken und am Ende, zu guter Letzt, dann dieses Wasser hier auch zu trinken. Richtig. Und schaut euch unbedingt das andere Video an, falls ihr es noch nicht gesehen habt, auf seinem Kanal, wo ich mir jetzt Skelett geschminkt habe und er sich auch. Genau. Oder das Ganze nämlich umgetauscht. Und es war sehr witzig, hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht und jetzt erstmal wieder abgeschminkt. 8 Stunden lang, Leute. Keine Ahnung. Nein, es geht relativ fix. Aber erstmal trinke ich das Wasser hier.